City Chat Express 1, Klammer 6125, das ist unsere Zugnummer. Innsbruck Hauptbahnhof nach Kufstein. Sie bringen heute den City Chat Express 1 vom Innsbrucker Hauptbahnhof nach Kufstein. Rüsten Sie Ihren Triebwagen auf und machen Sie sich bereit für die Abfahrt. Die Nummer fürs FIS lautet die 6125. Planabfahrt am Innsbrucker Hauptbahnhof ist 17.40 Uhr. Es sollte zu keinerlei Problemen kommen. Und wie wir das auch an der Anweisung leicht erkennen können, die ihn kennen, die kennen ihn, Domi der Zocker. Also das heutige Szenario wieder mal vom Domi der Zocker wurde veröffentlicht auf Relsim, unter anderem im Jänner, am 31. Jänner 2024. Und das werden wir uns heute anschauen, was das alles so beinhaltet. Und ich würde mal sagen, beim Domme können wir uns auf wirklich qualitativ hochwertige Szenarien mit viel unterschiedlichen Güterverkehr bereit machen. Eins vorweg, einen Güterwagen habe ich getauscht von VR. Den hatte ich nicht und ansonsten hatte ich alles, außer diese EAL-OS-T058. Die hatte ich nicht, aber sonst habe ich alles gehabt und ich habe das eine getauscht. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Und ich würde mal sagen, wir starten hier mal rein am Innsbrucker Hauptbahnhof, indem wir mal die Türen öffnen. Dann stellen wir mal die Kamera dementsprechend ein auf unsere Verhältnisse heute. Da es einigermaßen schon dunkel wird hier, können wir die Instrumentenbeleuchtung aktivieren, in den Führerstand, Richtungswende nach vorne. Die Zugnummer ist die 6125. Okay. Da muss ich ganz kurz nachschauen, da sehen wir auch schon wieder qualitativ hochwertiges Rangiermaterial. Ich schaue kurz nach, wir haben ja den FIS-Ordner. So, ich habe nachgeschaut, die Nummer ist nicht vorhanden im FIS. Natürlich, der Güterzug muss jetzt mal warten. Wir haben Vorrang, da wir in einer Minute Ausfahrt haben, dürfen wir auch vorfahren. Ist wahrscheinlich nicht immer so. Ich kenne auch andere Szenarien, aber ich bin froh, dass wir hier ausfahren dürfen in Innsbruck. Wohl auch nicht. Warte jetzt über Rot. Das könnte ich sein. Wie kennt ihr den lieben TS? Abfahrt um 40, also Tür zu. Und Kufstein. Nächster Halt, Next Stop, Rum. Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Nachdem wir ja leider den Bahnhof Innsbruck-Messen noch nicht haben im TS, ich will ja noch nichts verraten, aber ich habe mal gehört, dass es ja ein Upgrade demnächst für diese Strecke geben soll, wo dann auch Innsbruck-Messe verbaut wird. Aber das ist lange im Gespräch und ich weiß auch nicht, ob das kommt oder nicht. Lassen wir uns immer mal überraschen. Und ich habe euch ja vor einiger Zeit einmal die Fahrt von Kufstein nach Innsbruck hier mit dem City Chat gezeigt. Heute mal die Retourkutsche.
von Innsbruck nach Kufstein. Vielleicht etwas mit mehr Abwechslung. Auf jeden Fall, nächster Halt ist dann rum bei Innsbruck. Nachdem es ja Innsbruck Messe, das wird ja ungefähr hier sein, nicht gibt. Rechts dann Innsbruck Messe, die Messehallen von Innsbruck. Ein Rail-Chat aus Wien, könnte aber auch aus München sein. Servus. Okay, der ist bestimmt aus Wien doppelt geführt, weil aus München fahren die ja nur ein Garniturig, also mit einer Garnitur wollte ich sagen. Schauen wir uns mal den Zug von außen an, wenn das möglich ist. In Kürze erreichen wir Rom, Umsteigmöglichkeit zum Stadtverkehr. Unser erster Zwischenhalt nach Kufstein, also Richtung Kufstein, ist rum bei Innsbruck. Wir bestehen aus zwei Garnituren. Station Rum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Weiter geht's nach Kufstein. Zug nach Kufstein. Nächster Halt, next stop, Jenbach. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Servus, Kollege. 4024. Nächster Halt Jenbach, dort halten wir auch unter anderem Railjet-Garnituren und von und nach Wien. Das müsste jetzt Hall in Tirol sein. Nachdem ich ja da mal Urlaub gemacht habe, kann ich mich noch gut erinnern. Auch sehr modernisierter Bahnhof, wo unter anderem auch sehr, sehr viele schöne Loks immer wieder stehen. Unter anderem mal die orange L44. Rein theoretisch könnte man doch auch unterirdisch fahren. Rein theoretisch gesehen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber rein theoretisch. Ich glaube, eine Tunnelzulassung braucht man ja an und für sich nicht, wenn es sowas überhaupt gibt. Ober uns fährt jetzt die Brennerzuleitung, die Umfahrung Innsbruck, immer links. Okay, wir dürfen unterirdisch fahren. Meine erste Fahrt, glaube ich, unterirdisch mit dem Cityjet auf der Brennerstrecke hier, also Brenner Kufstein, Bürgel. 220 können wir wahrscheinlich nicht erreichen, da unser Cityjet auf 160 beschränkt ist. Aber wir haben ja auch bei der Taurus gesehen, dass die
was fahren kann, 340 oder so. Weltrekord die 1216. Also vermute ich, dass der Cityjet auch schneller fahren kann, wenn man das so einstellen würde. Ich schätze 200 so zig könnte er schon fahren. Ich weiß ja nicht, ob es nochmal Testfahrten gab oder so. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns auf unsere heutige Fahrt hier nach Kufstein über Jenbach. Das auch gleich unser nächster Halt ist. Ich bin ja dann gespannt, ja, wenn der Brenner Basistunnel fertig ist, ob wir dann noch immer schönen Güterzugsverkehr beim Brenner haben werden oder nicht. Oder ob dann die Brennerbahn eigentlich nur mehr als Notfall benutzt wird oder so. Oder je nachdem, wo wir gerade Railjet Garnituren im Tunnel sind. Aber das werden wir dann alles sehen in ein paar Jahren. Oder noch länger, je nachdem, wann halt die Brennerbahn fertig ist. Witzig aber schon, wenn man hier nicht mit einer Taurus fährt. Bei 160 und 220 sind ja doch 40 Kilometer pro Stunde Unterschied und das merkt man eigentlich schon. Fahrgästen jetzt auch gut. Licht brennt auf jeden Fall im Fahrgastraum. Aber ich freue mich schon, wenn wir dann bald wieder ans Tageslicht kommen.
Was haben wir da? 60, 80? Nur 20. Auch nicht schlecht, so eine Überholung. Vielleicht sehen wir ja den Güterzug noch einmal. Jetzt geht's für uns mal recht auf die alte Ecke. Aber bei dummen Szenarien kann man immer wieder Erblüffendes erleben. Immer wieder toll, was es auf die Beine stellt. Natürlich gibt es auch wieder viele, viele andere Szenarioersteller, Bauer, die das genauso gut können, aber Dummes sind irgendwie speziell. Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Station Jenbach. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auch der Kollege ist hier gerade eingefahren. Also nach Freilassing fährt er nicht. So viel kann ich verraten. Aber auch nicht nach Nicht-Einsteigen. Zug nach Kufstein. Nächster Halt, Next Stop, Wörgl Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig.
Also warum da so viel Grün auf der Wiese ist. Aber mit 200, mit 230, na, mit 130 ist man da schon recht schnell unterwegs hier in Tirol. Münster Wiesling müsste das sein. Dachte ich, dass da irgendwas war, aber nein. Und wir dürfen den Hauptschalter wieder einschalten. Der CityJet Express steht ja für Expresszug, also Schnellzug auf, ja, Schnellzug kann man sagen eigentlich. Express Schnellzug, also ein Zug, der nicht überall hält, wie ein Regionalzug. Aber Schnellzug wird ja nicht geführt, also man braucht doch eine Fahrkarte dafür. In den Fernverkehrszügen kann man theoretisch auch die Fahrkarte beim Zug, beim Zugbegleiter erwerben. Hier schon Zuglicht vom Gegenzug.
durch Halt erwarten. Kann natürlich sein, dass gerade ein Güterzug hier rauskam aus der Umfahrung bzw. aus der Unterinntal und dadurch wir jetzt hinterher schleichen müssen. Was war denn da jetzt dran? Ne, weg dran. Das Schublock hinten dran. Vorne 2x1116. Wobei eigentlich müsste eine 1216 richtigen Brenner sein. Aber sie können ja einen Brenner tauschen. Ich vermute stark, dass ein Güterzug vor uns fährt. Anscheinend der Zug war schon irgendwo weit voraus. Dass wir wieder unsere 140 fahren dürfen hier. Nachdem wir in 5 Kilometer Wörgl erreichen, könnte auch sein, dass der Zug schon in Wörgl ist. Oder es ist dieser Zug hier rechts, könnte auch sein. Ich vermute, dass es rechts der Zug, der vor uns war. Den haben wir halt schon gesehen, den Zug. Also genial, wie das gemacht hat. Danke dir. Das tolle Szenario. So, dann müssten wir dann bald Wörgl erreichen.
Oder vorne müsste dann Wörgl sein. Den rechten Signal zu urteilen, werden wir demnächst unseren Güterzug wiedersehen? Vielleicht? In Kürze erreichen wir Wörgl Hauptbahnhof. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Station Wörgl Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, in Wörgl haben wir jetzt Aufenthalt noch 3 Minuten. Dann haben wir kurz Zeit, hier rauszugehen. Und unser Wörgl kurz näher zu bringen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Repaint hier. Gute Fahrt, Kollege. Ich schätze mal, das ist der Railjet von München nach Italien. Da hinten steht eine L44. Nach Tullnerbach-Breßbaum wird er hier nicht fahren. Das wäre doch etwas viel für ein Talent, aber wer weiß. Alles ist möglich im TS. Und ja. Hier in Wörgl werden auch sehr, sehr viele Züge auch unter anderem zusammengestellt. Schaut mal, wer da fährt. Unser Verfolger fährt hier ein in Wörgl. Und wer darf wieder mal ausfahren? Wir. Zug nach Kufstein. Nächster Halt, next stop, Schaftenau.
Aber vielleicht sehen wir ja den Güterzug noch einmal. Also unser nächster Halt Schaftenau. Was ist denn das für ein Bahnhof? Wer weiß es? Servus, Kollege. Wieder mal eine schöne Brücke hier. Oder eine reiche WE in Kürze Schaftenau. Die Gösserlok. In Kürze erreichen wir Schaftenau. Da halten wir auf dem Bahnsteig. Okay. Station Schaftenau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist aber für unseren Zug da nicht geeignet. Oh,
außer der hintere Zug ist abgesperrt. Kann natürlich in der Realität dann vorkommen, dass der hintere Zugteil gesperrt ist. Weil sonst geht sich das eigentlich nicht aus hier in Schaftenau. Zug nach Kufstein. Nächster Halt, Next Stop, Kufstein. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Nächster Haltzug Endbahnhof Kufstein. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren Zug Endbahnhof Kufstein. Dieser Zug endet hier. Auf Wiedersehen. Und links der nächste Güterzug. Geht schon bereits zur Abfahrt hier Richtung Innsbruck und Tirol und dann wahrscheinlich am Brenner rauf. In Kürze erreichen wir Kufstein. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen.
Station Kufstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Ja, so. Für unseren Zug geht es ja wahrscheinlich wieder zurück nach Innsbruck. Das CityJet Express 1. Aber das alles macht dann der Kollege. Und wir haben es gut gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Samstag oder je nachdem einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.